es geht weiter. Und ich glaube, der Ader wird jetzt gleich sich richtig freuen. So, ich denke, ich spiele es Fullscreen und habt ihr leider den Rahmen außenrum. Da kann ich nichts gegen machen. Es tut mir leid. Aber, ja. So. Oh, da hast du ja noch einiges gemacht jetzt hier. Ja, was spielen wir? Wir spielen, wie heißt's? Phantasmagoria spielen wir. Genau, das hat sich der Ader schon vor Ewigkeiten gewünscht. Jawoll, jawoll. Schon seit Ewigkeiten. Vor ein paar Wochen war es bei GOG im Angebot gewesen. Und ich habe zugeschlagen. Ja, wie gesagt, das wird heute wahrscheinlich ein etwas längeres Mitternacht-Special will ich das gar nicht nennen. Ich habe das im Fullscreen, damit ich ein bisschen was von der Atmosphäre habe und ihr vielleicht ein bisschen was von mir habt. Gut. Ich werde jetzt mal sagen, Hahaha, jemine, pass auf, sonst wird seine Frau eifersüchtig. So, wir gucken uns jetzt einfach mal das Intro an. Das war nämlich auch schon... Also ich habe mal so die ersten 2-3 Screens gespielt. So denn, legen wir los. Also, wenn es ein bisschen pixelig ist, hängt das damit zusammen, dass das Spiel so pixelig ist. Denn die Auflösung von dem Video ist, naja, nicht so prickelnd. Aber tut ja nichts zur Sache. Ich finde die Hintergründe äußerst Bluebox-mäßig. Was sie wahrscheinlich auch alle sind. So, und was nimmt man da auf? Da ist ein Haus, da ist noch ein Haus und da ist ein Schloss. Und die Tür öffnet sich. Und drinnen laufen wir durch die Gänge der Folterkammer. Auf ein weißes Licht zu. Wahrheit und Fiktion ist oft nur einen kleinen Schritt voneinander entfernt. Werden wir sie unterscheiden können? Wir werden sehen. Das war ein echt böser Traum. Ja, ja. Deshalb auch Mitternachts-Special. Nicht unbedingt jugendfrei. Ach ja, was zeige ich hier nur wieder im offiziellen, ja, was auch immer. So. Das war das Intro. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Ich finde es, irgendwie ist es echt cool gemacht, muss man dazu sagen. Ja, wir werden jetzt mal sehen, wie das jetzt so ist. So. Name your game. Kann ich das so nennen? Ach, okay. Dann nennen wir es mal Stream. Stream. So. Dann. Was, be unique? Was soll das?
Stream Q halt. So. Wir fangen an natürlich im Kapitel Nummer 1. Und schauen mal, was uns da erwartet. Kapitel 1. Sonntag, 16. Oktober, 9 Uhr morgens. Morning, honey. Good morning, sweetheart. How about some coffee? Yeah, big one. Somebody kept me up last night. Well, I'm sorry. I had a nightmare. You didn't seem to mind so much last night. Oh, no. I was probably just spending the night in a new house is all. Yeah, I know. We have to admit, this place is kind of strange. Yeah, it's different. You know, I bet the guy that built this place must have been really bizarre. Well, hi, Spaz. How you doing, huh? Hey. What are you gonna do today, sweetheart? Well, I don't know. I'm almost finished unpacking. Thought maybe I'd do a little exploring. Yeah. How about you? Do you see that bathroom yet on the second floor? Yeah. I like that. I think I'm gonna turn it into a photo lab for myself. Keep me busy for a week or so. That's a good idea. What's in that box? Well, I don't know. I haven't gone through it yet. Let's see. Oh, it's Christmas ornaments. Oh, look at this. Why? Just a sec. You remember this? Uy, kitschig. Yeah. Yeah, I gave you this for Halloween. You rat? You know it was Christmas Eve. It was the night you proposed to me. Are you sure I proposed to you? Yes. Of course I remember. Of course I do. You're forgiven. I better get to work. I got a lot to do. I'm gonna keep this little fella with me, though, so I'll always remember that fateful night. Well, don't wait too hard. See you later. So, das war's dann auch schon fast mit dem Intro. Und da sind wir mitten im Spiel drinne. Was ich halt hier relativ cool finde, es ist wirklich alles so teilweise abgefilmt. Aber den da muss ich euch noch zeigen. Den fand ich ja richtig, richtig cool. I am the official hint keeper. I watch your every move. Ask me for a hint if you are hopelessly stuck, but use me sparingly. Too many hints can spoil the game. Tja, was du nicht sagst. Was ist das hier nochmal? Gar nichts. Gut, dann Exit, dann stehen wir auf. Und da könnten wir uns wieder setzen. Da können wir die Schublade aufmachen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier so mitgehen lassen können. War da nicht noch mehr? Nee, da war nichts mehr sonst drin. Gut. Dann gehen wir mal hier ein bisschen im Haus rum. So, da ist der Kühlschrank. Gibt's hier was? Ne, mitnehmen magst du nix. Da ist die Spüle. Ach, da kannst du Wasser trinken. Okay. Ja, man sieht, es ist alles gefilmt, es ist alles ziemlich pixelig, aber cool auf eine gewisse Art und Weise. So, dann gehen wir mal weiter. Also ich muss sagen, ich habe so ein paar Screens hier drinnen schon gesehen, aber nicht sonderlich viel.
Wer ist das? Die guckt nur. Gut. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch... Da ist ein Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Und ist euch auch hier dieser Streifen aufgefallen, der da eigentlich gar nicht hätte sein dürfen? Da der. Entweder ist das eine Reflexion oder da ist irgendwas hinter. Was mich ja hier nicht schocken würde. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier war noch was. Können wir mit dem den einsacken? Ah ja, gut. Schürhaken. Können wir mit dem jetzt hier das Feuer... Was macht die jetzt? Okay. Die guckt sich das Feuer an. Und mit dem Schürhaken das Feuer ein bisschen anschüren. Ja, das geht auch. So. Wir werden es erleben, würde ich jetzt mal behaupten. Ich lasse mir jetzt hier erstmal gemütlich Zeit. Und hier ist die Halle. Ist schon ein bisschen gespenstisch hier drin, muss man ja dazu sagen. So, was haben wir denn da? Da war doch irgendwo, da konnten wir hingehen. Schon wieder ein Kamin. Also die haben wir ja jede Menge Kamine. Was liegt da? Da liegt die Zeitung. Die steckt sie auch ein. Mal schauen. Da können wir mal uns sagen lassen, was das ist. Ja, ja. The local newspaper. Okay. Das hier ist? A fireplace poker. Dankeschön. Und die Streichholz... A book of matches. Ja, ein Streichholzbriefchen. Wunderbar. Was haben wir da hinten noch? Ah, da ist die Katze. Hey, Spaz. How you doing, kitty? Kitty, 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 kitty. Getting used to the new place yet, huh? Ja, schön ordentlich. So, noch ist alles ganz angenehm hier, aber das wird sich wahrscheinlich relativ bald ändern. Was ist das? Abgeschlossen? Das ist doch unser Haus. Wir sind da Türen drin abgeschlossen. Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber ich denke, wir werden das relativ bald rausfinden, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Was haben wir denn? Was ist denn das da? Ach, das scheint die Bar oder sowas zu sein. Okay, da ist mal irgendwas, was wir nehmen können. Ein bisschen Sprit, den werden wir bestimmt später hinaus noch brauchen. What is this? Absinth. Absinth. Okay. Können wir... Ah gut, da können wir noch zum Klavier gehen. Können wir hier... Ah, mal schauen, ob die Klavier spielen kann. Ah nee, das ist ein automatisches. Ach so, was ist das? Ach Herr Jemine. Die einfachsten Dinge könnten meinen Tod bedeuten. Na, das klingt ja lustig. Okay, okay, okay. Safe. So. Kann ich mich bei dem Spiel eigentlich in Situationen bringen, in denen das Spiel nicht mehr lösbar ist und ich nichts davon weiß?
saublöde Frage einfach mal nur. Was haben wir hier? Oh, da ist ein... Ja. Das ist doch schon mal angenehm zu wissen. Hallo, ja, leg uns mal die Karten. Das bedeutet dann, dass das Spiel sich verändert, je nachdem, was ich hier für Entscheidungen treffe. Sehe ich das richtig? So. Evil will walk once more. Okay. Okay, das heißt, wenn ich dann das Spiel nochmal durchspiele, andere Entscheidungen treffe, kann es passieren, dass ich andere Sachen habe. Okay, Teil 2 habe ich mir übrigens auch gekauft. Sage ich jetzt einfach mal auch noch so, wie es ist. Können wir hier raus? Tatsache. Also ich nehme jetzt erstmal die Zeit und gucke mich hier ein bisschen um. Weil, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, da geht's runter. Da ist unser... Oh, die fahren BMW. Eieieiei. Sterben wir jetzt schon? Was? Okay. Jetzt sind wir hier. Was wollen wir hier? Nö. Ja, komm, steig aus. Wo geht's denn da lang weiter? Da geht's nach draußen. Ja, ich glaube langsam auch, dass es hier... Okay. Was ist? Too far to walk to town. I better take the car. Okay, gut. Da will sie nicht so hingehen. Das ist angenehm zu wissen. Aber in die Stadt könnten wir auch nochmal... Ach Gott, ist das ein Käse. Okay, dann haben wir hier, da mal die Scheune. Da gucken wir auch mal direkt rein. Okay, aber ich habe eine Idee, wie wir die aufkriegen. Die müssen wir doch mit dem Schürhaken, müssen wir das Ding da anheben können. Anscheinend nicht. So eine Sauerei. So, dann nehmen wir mal noch den Weg da hinten. Guck mal, wo wir hier hinkommen. Hübsch, hübsch. So. Oh. Eine Gruft. Okay, nehmen wir mal den Weg hier weg. Ich muss mal gucken, ob ich Untertitel einstellen kann. It's too far. That'd be a long jump. Gott. Dann macht es halt nicht. Da kommen wir nicht hin. Dann müssen wir hier wieder zurück. Und da wieder zurück. So. Ich guck mal kurz, was wir hier, Fullscreen, Uncensored, More. Titlebar on, Moviebar. Nee, scheint keine Untertitel zu geben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das hier das ist, aber sieht schlecht aus. Moment, Cancel. Da wollte ich hin. So. Dann kommen wir hier wieder raus. Und da ist nix. Da ist... Ah, da können wir da lang und da lang. Dann nehmen wir erstmal den Weg nach unten.
Das ist, glaube ich, die Hintertür von der Küche, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Der sieht ja lustig aus, der Baum. Da können wir hier nochmal weiter. Okay, gut. So, dann... Können wir hier nochmal... Moment, da ist noch was. Ach, das ist der Brunnen. Der sieht aber auch komisch aus. Okay. Können wir... Ne, da landen wir wieder hier. Gut. Dann nehmen wir jetzt die Tür und... sind im Esszimmer. Genau. Das ist die Tür da hinten. Okay. So, dann gehen wir doch mal nach oben. Wir haben jetzt, glaube ich, hier unten alles soweit gesehen. Ich glaube, die andere Tür in der Küche war nur die Speisekammer. Die war noch nicht so sonderlich interessant. Dann nehmen wir mal den Weg nach oben. Ich weiß auch nicht so genau, warum die plötzlich so still ist. Die wird doch hoffentlich noch da sein. So, hübsches Bett. Hier haben wir noch was. Da gucken wir doch mal gleich. Und die sieht uns doch erstaunlich ähnlich, oder meine ich das nur? Okay, was haben wir denn jetzt hier bekommen? A deck of tarot cards. Okay. Ein Deck Tarotkarten. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Da können wir uns das Bild angucken. Es ist jetzt halt noch ein bisschen langweilig, weil wir jetzt hier erstmal noch wissen müssen, was denn eigentlich hier so passiert. Was haben wir da noch? Aha. Wir plündern Schubladen. Was ist das? My dearest Gaston, I can't wait to see you, my angel. It's been far too long. Let's take a few moments for ourselves during Zoltan's party next week. We'll meet in the gazebo, away from all the revelry. Angel, how I yearn for your sweet kiss. Your strong arms holding me tight, protecting me. And oh, my dear, I need protecting. I'm afraid my husband's beginning to suspect. He watches me night and day. Perhaps we can steal away, run away, forever from his sight. My only consolation is thoughts of you, my angel. Always, your adoring love, Marie. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass ich das Ganze... Also ich meine, man muss ja sich immer die Zeit lassen und das Ganze ordentlich aufbauen. Deshalb mache ich mir da jetzt auch nicht den Kopf drum. Und gerade am Anfang bei solchen Spielen, wo man schon fast alles erkunden kann, lohnt es sich einfach auch, sich auch wirklich alles anzugucken, anstatt... wir können das... Bett benutzen, aber ich glaube, wir gehen erstmal, bevor wir uns jetzt hier wieder hinlegen und pennen, ich hätte gerne den Kleiderschrank, können wir nicht benutzen, okay. Dann benutzen wir halt doch das Bett. Hübsch, hübsch. Ziemlich hoch vor allen Dingen und mit Himmel und allem drum und dran. Hat was. Ach ja. Gut, dann gehen wir doch mal raus. Und
Mal hier noch irgendwas? Nö. Dann nehmen wir doch mal direkt. Was ist das hier? Ah, okay, da können wir uns einen Überblick verschaffen. Interessante Bodenmarkierung hier. Dann gehen wir doch mal hier hin. Hui. Hui, hui, hui. Aber Ixi, bist du noch da? Hallo? Nur mal so, was haben wir denn hier? Ach, das ist ja wie im alten Rom ist das hier. Ja? Ah, oh, erstmal schön strecken. So gehört sich das. Ja. Ach, wir lassen uns schön Zeit. Oh, wie ist das schön. Ja. Jetzt streckt sie sich noch mal. Jetzt streckt sie wieder die Nase in den Wind, der nicht da ist. Ach so, muss mal aufstehen. Muss mal selber aufstehen, das muss man ja auch erstmal wissen. So ein Rotz. Ich würde das sagen, wir speichern nochmal. So, dann haben wir den tollen Stuhl da hinten. Was macht sie hier? Beine übereinander schlagen. Ist lustig. Macht Freude. Dann stehen wir halt auch wieder auf. Und gucken uns mal den Typen hier an. An irgendwen erinnert er mich. An irgendwen erinnert er mich. So, dann nehmen wir mal den Weg darüber. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Da haben wir noch was. Eine Schatulle. Mach mal auf das Ding. So, und was haben wir hier? Hui. Der scheint ein bisschen was gekostet zu haben. Wieder zurücklegen, zumachen. Wer war niemals da? So, dann haben wir noch Schubladen. Was haben wir denn hier drinne? Ein Buch. Oder? Ah, ne, das sind Zigaretten-Etui. Eieieiei, Nobel geht die Welt zugrunde. So, ich glaube, mehr ist hier noch nicht. Haben wir hier noch sonst noch was? Den hatten wir schon. Den Spiegel können wir hier nicht benutzen. Das Ding hier hatten wir auch schon. Bleibt noch das Bett. Ach ja. Schönes Bett ist es. Und da legt sie sich jetzt hin. Und erstmal eine Runde Mittagsschläfchen machen. Das ist doch immer herrlich. Ups. Also ich glaube, die
Sollte vielleicht mal zu einem Psychologen oder so was gehen? Don! Don! Honey, you okay? Oh God, the bed! What? The bed grabbed me! The bed grabbed you? Yes! Oh, here, calm down, calm down. Wait here, all right? Just wait here, I'll show you. No, don't! Just calm down. See? It's okay, Ela. See? Nothing wrong. Goodness. This old drafty house has your imagination going, doesn't it? Sweetheart. I've got to get back to work. Are you going to be okay? Yes. You sure? Yes. Mm-hmm. Okay. Just calm down. Okay. So. Und Ada, du sollst nicht spoilern. Das mag ich nicht. Lasst mich doch in meinem Irrglauben. So. Und ich muss sagen, die Szene habe ich noch gekannt. Soweit hatte ich noch gespielt. Und ab jetzt wird alles blind. Das heißt, jetzt bin ich genauso ratlos wie wahrscheinlich die meisten von euch, wenn ihr das hier seht. Weil hier war ich noch nie. So, dann machen wir das Ganze in dem... Ach, da ist er ja. Und jetzt posiert sie für den im... Hey, honey. Oh, damn it. Don, are you okay? Yeah, I screwed over a slip. It's a damn drain. Let me see. Oh, I'm okay. Really, I'm... You know what I could use? Some drain cleaner. Do I have any? I don't think so. Damn! These old pipes really are clogged. Is there anything I can do? Yeah, hand me that wrench. So, okay. Thanks, jetzt klemmt nicht der da unten rum. Okay. Ja, dann lassen wir den mal weiter klempnern. Der will jetzt irgendwas zu trinken, hat er gesagt. Schauen wir mal. Ah, okay, mit dem können wir noch reden. Was ist das hier? Jetzt lassen wir ein bisschen warm Wasser laufen. Jetzt wird er nass. It doesn't look warm. Und was sagt sie zu dem? When's the photo lab gonna be finished? Oh, probably 2-3 more days, maybe. Gott, nichts Neues im Westen für uns. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und die X-Rack ist immer noch nicht da. Sapralotte. So, nehmen wir mal die Tür hier drüben noch. Schwerter, Sicheln, Streitkolben, Schilder, noch mehr Schwerter. Moment, da ging es doch gerade eben noch hoch, habe ich gerade... Ah ja, da geht's lang. Gut, das machen wir nachher. Das sieht sehr foltrig aus, oder? Au. Ups. Was soll denn das jetzt? Okay. Ein Grammophon. Dürfen wir jetzt hier Musik spielen? Nö, die macht da gar nichts mehr. Da, die Ritterrüstung. Ah ne, der Spiegel ist es.
Was ist das da im Hintergrund? Habt ihr das auch gesehen? Da war doch gerade irgendwas da auf diesem Stuhl da drauf. Genau hier. Mag ich nicht. Haben wir hier sonst noch was? Macht jetzt hier was anderes? Au. Ja, die lässt sich immer noch eine waschen von dem hier. Toll. Ja, und nach sonst wohin geht's nicht, also nehmen wir den Weg hier. Ich habe keine Schallplatte. Ach so. Okay. So, was haben wir denn da noch alles Hübsches? So, nehmen wir doch mal die Tür hier, dies. Aha, aha. Moment. Da kommt mal was nehmen. Und Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. Au. Oh. Jeez. Da hat ein Teddy keinen Kopf mehr. Ob das was zu bedeuten hat? Hm. Mal schauen, was sonst noch so hier ist. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aber hier ist auf jeden Fall sonst nichts mehr, mit dem wir hier interagieren können. Mit dem Bild können wir uns auch nicht angucken. Dann nehmen wir mal die nächste Tür. Wie, die geht nicht auf. Ja, sieht man da was durchs Schlüsselloch? Nö. Why, there's a key stuck in the keyhole. Okay. Jetzt weiß ich, für was wir die Zeitung brauchen. Ich weiß nur noch nicht, was wir daneben zum Durchschieben. So, da geht's lang, da geht's nicht mehr. Dann nehmen wir mal die Tür hier noch. Hui. Also, nobelst geht die Welt zugrunde. Was ein Scheißhaus. Aha. Da kann man aufs Klo gehen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich weiß noch, in Maniac Mansion, wenn man das probiert, dann heißt es dann immer, dazu wäre ich lieber allein. Naja. Dafür hat sie uns jetzt hier ausgesperrt. So, jetzt noch schön Hände waschen. So, okay. Jetzt kann ich nicht mehr auf Toilette gehen. Interessant. Die Dusche können wir nicht benutzen. Da können wir auch... Oh, Moment, da geht's noch lang Richtung Badewanne. Ah, ne, das ist ein Waschbecken. Okay. Eine Zahnbürste, oder? Ist das die... Ah, ne, das ist die normale Bürste. Schlecht zu sehen. Nett, nett, nett. So, was haben wir noch auf der anderen Seite? Da ist noch was. Ja, wieder fast dasselbe. Und jetzt erstmal noch schön Nase pudern. Man weiß ja nie, ob da nicht noch was sein könnte. So. Ah, da hinten ist noch ein Handtuch. Okay, das ist zum Händewaschen. Das soll man natürlich immer machen, nachdem man auf Toilette war. So, und das hier? Was ist das? Ach, okay, gut. Das ist Creme.
Hier setzen wir uns eine schöne Gurkenmaske auf. Damit auch... Ah ne, das ist nur Handcreme. Okay, gut. Dann halt nur Handcreme. Schade. Aber eine coole Dusche haben sie da. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. Und ich glaube, wir hatten sogar jetzt fast alles. Da hinten geht's noch weiter. Okay, hier geht's rein. Ups, und da geht's weiter. Nehmen wir mal die Tür hier. Wieder ein Schlafzimmer. Das scheint ein Fernseher zu sein. Wo bleibt jetzt die Ixi? Die sehe ich jetzt schon seit Ewigkeiten nimmer. So, und in der Glotze läuft natürlich nichts. Im Schrank können wir auch nicht wühlen. Da können wir aber wühlen drinne. Ah, was gibt's denn hier Interessantes? Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wie viel ist es denn? Ja. A $5 bill. Okay. $5. Den finde ich übrigens richtig cool hier. Da können wir nichts am Kamin machen. Ins Bett legen können wir uns auch nicht. Ich meine, das kann ich hier nicht übel nehmen. Und da hinten ist noch was am Schreibtisch. Oh, ein Laptop. Ich glaube... Tja, so haben früher mal die Laptops ausgesehen. Ist schon ein paar Jährchen her, aber... Tja, keine Ahnung warum. Aber ich denke, da mache ich auch nicht mehr so lang. Ich werde jetzt noch das Haus erkunden. Wie lange sind wir jetzt schon dabei hier? Dürft eigentlich nicht allzu lange sein, hoffe ich mal. Oh, ist das ein Räumchen hier? Leck mich am Arsch. Das ist doch mal was. So, machen wir es uns doch mal schön gemütlich auf den... Oh, was ist das? Ein Drache? What is this thing? Ja, das frage ich mich gerade auch. Noch wichtiger ist die Frage, ob ich es eigentlich wissen will. What is this thing? Hatten wir. Ja, ich glaub's auch, dass ich da nicht unbedingt leben will. Ich meine, wer will denn so ein großes Haus haben? Wisch doch wahnsinnig mit. Da geht's nicht raus. So, hier ist jede Menge Kleinkusch. Da ist eine Leinwand. Fangen wir mit dem Korb da hinten an. Wahrscheinlich schießt uns da jetzt... Hui. Was ist das? Ein Haar. Ein Haar. Ein graues Haar, wieder geht ein Jahr. Sirle, was haben wir denn da? Ein Bild. Die Musik ist schon ein bisschen spannungsgeladen. Leonara. Der gehört definitiv nicht die Schürze oder was wir da hinten auch immer gefunden haben. So, dann haben wir hier noch das da. Ein angefangenes Bild. Wieso habe ich das Gefühl, dass das nochmal wichtig werden wird? So, da habe ich auch keine Ahnung, was es ist. Und damit dürften wir eigentlich so ziemlich alles gesehen haben hier vom Haus. Gehen wir nochmal runter zu unserem Lieben. Das war die Folterkammer gewesen. Was war denn da nochmal drin? Ah ja. Don?
Oh, das ist fertig. Was machen die? Also, was macht der jetzt? I'm just looking at my plans here, trying to figure out the best way for me to do this. Wow, you've been alive. Yeah, it's really coming along. Rühr mal zwischendrin doch meinen Tee um. Did you want something, sweetheart? Oh no, I just came to see how you were doing. Ja. Tu was, sag was. Adrian, I can do this better myself, please. Okay, jeez. I'm sorry, hon. I'm just trying to get this done. Sure, fine. Have it your way. Ich glaub, die ist leicht sauer auf den. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Und hier auch nochmal zurück. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen ratlos. Wir schauen mal, was wir noch so finden, was interessant sein könnte. Was waren da noch mal drin? Ach, noch eine verschlossene Tür. So, so, so. Damn it, it's locked. Okay. Dann gehen wir noch mal kurz in die Küche. Irgendwas muss jetzt, müssen wir doch noch vergessen haben. Irgendwas haben wir irgendwo vergessen. Hier ist in der Speisekammer, ist genau nix. Da war auch nirgends was. Was war denn? Ach nee. Ah, da wollte ich nicht hin, da wollte ich nicht hin. So. Okay. Kürzen wir das Ganze mal ein klein wenig ab, weil gesehen haben wir ja schon die ganzen Animationen. Irgendwo haben wir was übersehen, glaube ich. Wir könnten ja mal probieren, ob wir an den Schlüssel da oben im Dingens rankommen. Oder, Moment, ich habe noch eine andere Idee. Wir haben noch die Tarotkarten, die können wir hier aber nicht benutzen. Okay. Dann, welche waren das nochmal? Ne, hier drin war es nicht. Da möchte ich nicht länger sein als unbedingt notwendig. So, das war die Tür hier. Jawohl. So, dann der alte Trick. Wieso funktioniert der alte Trick nicht? Was soll denn das? Das hat doch sonst immer geklappt. Oder wir gucken doch mal nach dem Absinth. Der wollte doch, glaube ich, einen Trink haben. Wenn ich das noch ganz richtig weiß. Und den gab es, glaube ich, hier unten irgendwo. Und zwar da... Nein, nicht am... Da gab's den.
Da will's aber nicht hin. Gott. Uff. Oder müssen wir jetzt doch in die Stadt? Das wäre jetzt natürlich die andere Möglichkeit. Aber ich denke mal, wir fahren jetzt noch rüber in die Stadt und dann mache ich es für heute auch Feierabend. Es ist ein bisschen zu wenig los, als dass es jetzt hier so toll wird. So, das hat man auch schon alles. Laufen wir mal kurz dahin. Da ist ein Hundi, da sind noch ein paar andere. So, wir speichern gerade nochmal. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass sich das freut, aber ich bin jetzt im Moment gerade schon wieder so ein klein wenig ratlos, wie es weitergeht. Vielleicht werde ich mich da einfach mal hier noch ein bisschen offscreen mal umgucken für den nächsten Stream. Und dann haben die anderen auch nicht allzu viel nachzuholen. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich mache an der Stelle hier einfach mal Feierabend, weil, ja, war jetzt halt nicht so viel los heute. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, dir bzw. euch, wenn ihr das seht, hat es auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann schlicht und einfach. Hoppala, ich muss mal kurz aus dem Fullscreen hier raus. Ja, ich hoffe dann, wir sehen uns ganz einfach das nächste Mal dann wieder bei meinem nächsten Stream, der höchstwahrscheinlich mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit in 2 Wochen stattfinden wird, am 29. Juni im Jahre 2013. Jawohl. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.